Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Spreng das Lama im Bootcamp. Und diesmal ist da bei der Willi, die gute Rockkartoffel. Hallöchen! Und der wird sich heute auch ins Boomcamp bewegen. Und damit ihr mal ein bisschen schaut, wie er sich so anstellt und ob ihr auf ihn wetten wollt, macht er sich ja das mal auf. Du hast schon alles abgelegt, was quasi Beschiss wäre, und das sind eigentlich nur Pfeile. Genau, ich habe nur noch das hier. Genau, ja, was denn? Achso, was zu essen. Mein äußerst gefährliches Essen. Okay, es ist wahnsinnig simpel. Du gehst da rein, auf den Schildern steht, was du quasi machen musst. Ich lese auch dir auch nochmal das Ganze vor. Willkommen im Spreng das Lama Bootcamp. Hier im Camp findest du zahlreiche Aufgaben, die dich auf Spreng das Lama vorbereiten. Dazu benötigst du einen Bogen, den du hier am Anfang... Moment, warte mal ganz kurz. Ich habe gerade ein Lama spucken gehört. Ich habe auch irgendwo eins gehört. Ja, hier sind noch Lamas drin. Verdammt! Moment, ich muss mich mal ganz kurz aus dem Game Mode 3 bewegen. Denn damit hättest du ansonsten einen extremen Nachteil. Denn wir haben anscheinend den Fehler gehabt, den hatte ich jetzt auch. Deswegen werde ich dieses Mal bei dir, nämlich in dir, die Folge machen. Nice. Damit niemand aus Versehen, in dem Fall meine ich mit niemand mich, aus Versehen die Sachen aktiviert. Das hatten wir nämlich das Problem am Anfang. Es sieht jetzt so aus, als wäre das jetzt passend. Aber warum da vorne ist der Schalter aktiv gewesen? Egal. Denn sonst hast du nämlich mehr Lamas in deinem Eingriffsbereich hier, als du normalerweise haben solltest. Okay. So, da bin ich jetzt. Okay. Achso, stimmt, du siehst da nicht mehr das Schwert. So, Game Mode 3. Und ich werde dieses Mal in dich reingehen, um das Ganze aus deiner Sicht zu zeigen. Das wurde sich nämlich gewünscht. Du läufst jetzt quasi geradeaus. Und dann siehst du links von dir. Halt, zurück. Da ja, musst du draufgehen auf deinen Bogen. Genau. Und diese Plattformen werden immer wieder auch vor den unterschiedlichsten Stationen sein. Ganz wichtig, lauf nicht zurück, nur einmal auf die Plattform, sonst löst du das Ganze von vorne aus. Okay, das also einfach ich und rein. Go. Okay, dann gehe ich jetzt mal los. Genau. Das ist so. Viel einfacher sogar aus deiner Sicht zu sehen, da muss ich mich nämlich nicht bewegen. Jetzt muss ich auch noch niesen. Gesundheit. Verdammt. War es das jetzt schon? Ja. Nein, ja, natürlich, das war es jetzt schon. Lauf weiter, verdammt. Das ist erstmal in der Zeit ab. Moment, warum habe ich denn... Warum höre ich gerade keine Pfeile? Hä? Ich höre alles. Aber ich nicht, oh Moment. Hä? Moment. Geh nochmal bitte zurück. Ich gehe zurück. Okay, lauf einfach weiter, egal. Dann haben wir einfach keine... Das kriegst du als Bonus. Du hast eben nicht schon bekämpft, noch muss weiter. Muss ich die Hunde? Nee, nein, muss nur die Lamas. Warum auch immer... Hatte ich nämlich, ich höre das Wasser, aber ich höre nicht deine Schussgeräusche, lol. Und die habe ich eben gehört beim Anfang. Egal, vielleicht ist es, weil ich in dir drin bin. Egal. Auf jeden Fall, 100%. Genau. Es geht eh darum, dich springen zu sehen und nicht dich zu hören. Sei ruhig gefälligst, nein. Medium töte 4 Lamas. Dadurch habe ich auch gerade das Schild nicht gesehen. Egal, wir haben leichte technische Probleme, aber im Bootcamp ist es noch nicht so wichtig. Oh übrigens, Gott, es spuckt! Die Lamas werden mit zunehmender Zeit... Hä, warum krieg ich denn keinen Schaden? Oder treffen die mich einfach alle Lamas nicht? Machen keinen Schaden, die schubsen dich nur weg, wenn sie spucken. Ah, okay, perfekt. Es ist übrigens so, dass die Lamas auch stärker werden. Die unterschiedlichen Stufen der Lamas stellen sich auch in ihrer Kraft und in ihrer Geschwindigkeit wieder. Spiegeln die sich wieder. Oh Gott. Genau, und jetzt ist der Jumping-Part. Der hat bisher die ersten beiden Kandidaten am meisten aufgehalten. Aber ich denke mal, dass du da am schnellsten durchkommst. Ja, ich kenne deine Jumping-Skills. Ist nicht so einfach, das hier. Das sind voll die fiesen Sprünge. Aber du bist ohne Scheiß, verdammt. Nein! Oh, das gibt natürlich Abzug. Komm ich hier irgendwo wieder hoch? Nee. Nee, ganz hinten nur. Oh nein. Das dauert guck ja wirklich gar nicht lange. Bitte was? Nebenbei, anscheinend ist die Musik an. Die mach ich mal aus, so. Alter Schwede. Okay, der Weg ist lang. Der Weg ist lang, ja. Also die vorherigen Kandidaten waren jetzt die Juju und die Flausche Nati und die haben da ziemlich lange gebraucht. Es hat übrigens alles die Jenny gebaut. An einem Abend, was ich total krass finde. Und ich muss dazu sagen, ich muss das auch noch machen. Und mir sparen vor dieser Stelle auch, weil es ist, ja, nicht meine Stärke, diese Sprünge. Wow, nicht schlecht. So, Medium-Platte hinter mir. Da, okay, perfekt. Das Lustige ist, ich sehe gerade die Platten nicht, also irgendwas spackt gerade. Diese Lamas übrigens wurden beschleunigt. Ja, ich merke das ganz minimal. Oh Gott! Wow, was ein Schuss. Das war total... Hallo?
Was geht denn? Hilfe! Da, warte doch, bis er sich beruhigt. Ja, nee, das geht nicht. Was das? Nee. Nein, lass einer noch. Bleibst du bitte stehen? Wow, easy. Nicht schlecht. Ja, du musst einfach zweimal schnell hintereinander schießen. Na, nächstes. Das hier spiegelt jetzt quasi den Kampf wieder, dass du nur Lamas verwunden kannst. Deswegen, übrigens auch begrenzte Anzahl von Feinden, solltest du vielleicht nicht so schießen, wie du gerade schießt. Oh, stimmt. Töten. Ah, das sind die auch schneller? Ja, natürlich. Alter. Beruhig dich. So, und hier eben, wie gesagt, Villager geben Abzüge in diesem Bereich. Ich höre gerade nur noch den Wassersound, lustig. Wie es nach mir gespuckt hat. Ja, ist ja auch quasi im richtigen Spiel dann so, dass die Lamas, die, oh, jetzt habe ich gerade wieder Sound. Lustig, okay. Hä? Jemand spielt dann ein... Okay, den habe ich auch. Genau, also nochmal für dich, entsprechend das Lama, ich weiß nicht, wie viel du davon weißt, aber es ist ja halt genau so, dass dein Lama dein Leben ist und das Lama verhält sich natürlich komplett normal. Da stand jetzt, dass du das Hühnchen suchen musst. Such das Hühnchen, okay, ja, ich finde das Hühnchen. Wo ist das Hühnchen? Oh Gott, da ist ein Creeper! Was macht der denn da? Der soll überhaupt nicht sein. Eigentlich ist der Spawn ausgestellt. Was zum Teufel? Ja, du hast hier die etwas schwereren Bedingungen. Auf jeden Fall, aber ich habe das Gefühl, ich habe nichts gefunden. hätte ja sein können. Ich hätte ja mal Glück haben können. Also wenn du kannst auch vorher zum Ausgang gehen, aber dann kriegst du auf jeden Fall einen Strafpunkt, wenn du das Hühnchen nicht findest. Das Hühnchen ist bestimmt nur so ein gebratenes Hühnchen, das hier irgendwo rumkommt. Nee, das ist schon ein normales Hühnchen. Man könnte auch sagen, das Hühnchen ist eine Metapher für die Suche ist das Ziel. Nein, Schmarrn. Nein, das ist wirklich ein Hühnchen. Oh Gott, wo bin ich denn hier? Wieder am Anfang. Oh nein! Eigentlich dürfte der Creeper dort nichts kaputt machen dürfen. Ja, aber trotzdem, das muss ja jetzt nicht unbedingt sein, dass wir das austesten. Ja, genau. Warum auch immer dieser Creeper dort ist. Das ist alles perfekt ausgeleuchtet. Ich verstehe vor allen Dingen nicht, wo dieses Hühnchen sein soll. Ja, das ist ziemlich gut versteckt. Hier. Man darf ja nicht buddeln, ne? Nee, es geht ja logischerweise nicht. Hier war ich da schon durch. Du warst sehr nah dran, aber danach bist du mal extrem weit weggelaufen. Wow, das kann ja überall sein. Hier? Er kommt ein bisschen hinter dich, ich helfe dir ein bisschen. Du bist recht nah dran. Aber es ist in der untersten Ebene. Ich hab's gerade gehört. Ja, ne? Hä, das ist doch hier irgendwo. Das muss hier irgendwo sein. Ja, näher. Hier. Gesagt, ach, da! Nein, das. Lol, was ist das? Okay, sehr gut, du hast Glück gehabt. aufschießen. Achso, ich muss es töten, okay. Der Witz ist, das Hühnchen ist normalerweise unterirdisch. Warum auch immer dein Hühnchen oberirdisch gespawnt ist. Ja, ich habe halt erleichterte Bedingungen. Verschwerte, erleichterte. Was für Bugs sind denn gerade da? Finde die Lamas und töte sie 8 Stück. Dass die Schrift nicht da ist? Dass sich der Ton bei dir ab und zu weg ist? Was zum Teufel? Willi hat ganz klar erschwerte Bedingungen. Zumindest. Oder vereinfachte. Zumindest für den Zuschauer, weil du hast ja diese Bedingungen gar nicht. Das sind übrigens die schweren Lamas. Die halten am meisten aus. Ja, ich habe nur noch 4 Schüsse. Hast du keine bekommen, als du vorne reingelaufen bist? Nee, ich habe jetzt noch 2. Du hast keine Pfeile bekommen vorne? Nein. Die Druckplatte sollte dir Pfeile geben. Ich habe jetzt keine mehr. Warte, soll ich nochmal drüber gehen? Nee, geh einfach ins Ziel. Wir sorgen dafür, dass du Punkte in der B-Note bekommst. Okay. Im Endeffekt ist es ja nur für die Zuschauer, um zu sagen, hey, deine Skills sind superior. Jetzt müssen wir mal rausfinden, quasi, wo das Ziel ist. Da. Wir müssen mal gucken. Also warum du da keine bekommen hast, da muss ich nochmal schauen, dass ich selber nochmal dann durchgehe als nächstes Mal. Dass wir gucken, dass wir noch die Fehler ausmerzen. Auf jeden Fall muss ich jetzt mal schauen, dass ich aus dir rausgehe wieder. Ja, lol. Ich habe echt nur, wenn ich in dir drin bin, keinen Sound. Das ist ja nice. Nee, warte mal, ich habe ja Sound. Das wäre jetzt unlogisch. Also ich höre Wasser, ich höre nur deinen Walking-Sound nicht. Das ist ja strange. Wie auch immer, ihr könnt ja gerne runterschreiben, wie ihr findet, dass sich der Willi geschlagen hat. Ich finde, dass das im Jumping-Part ist definitiv deine Stärke gewesen. Auf jeden Fall. Ja, das Jumping-Part, das... Ich glaube, da wird dir kaum einer von den anderen Kandidaten was vormachen können. Ich würde es jetzt gerne nochmal machen. Ja? Nee, also ich meine jetzt so den Jumping-Part so, weißt du? Weil so schwer ist der eigentlich nicht. Der ist zwar anspruchsvoll so, dass weil die Sprünge halt relativ weit sind oftmals. Ich bin gespannt, wie ich mich da anstelle, weil das ist wirklich bei mir, das ist echt meine Schwäche. Wir müssen jetzt mal gucken. Ich wurde ja gefragt, ob ich auch das mache. Natürlich muss ich das Ganze auch machen. Wir haben, glaube ich, noch für die Woche Kandidaten.
dann müssen wir gucken, dass wir alles vorbereiten. Das heißt, es kann sein, dass danach eine Woche erstmal Pause ist, weil wir ja gucken müssen, dass alle Leute gleichzeitig Zeit haben für die Aufnahme dann. Und in Staffel 2 müssen wir dann mal schauen, dass wir dann auch noch Community-Leute mit drauf lassen, aber es ist immer ein bisschen schwierig vom Koordinieren her. Vielen Dank auf jeden Fall für dich, dass du dir das gegeben hast. Und schau mal, ist das nicht wunderbar, was wir hier für einen Tag-Nacht-Sensor haben? Was hier, denn? Das hier? Ja. Ich sehe dich ja nicht. Achso, oh, Entschuldigung, ja. Ich meine natürlich hier von der Bank. Ja, natürlich ist das... Hä, warte mal, das ist doch falsch rum. Nein, der Tag-Nacht-Sensor ist richtig rum. Ach nee, jetzt wird's Nacht, jetzt ist genau. Die Lampen an, klar. Gut. Ja, das finde ich, finde super, dass man ihn nämlich jetzt umstellen kann. Dass er vorher musste man ihn immer invertieren. Dann sehen wir dich dann nämlich auch dann im finalen Spiel. Momentan sind geplant du, Juju, Flauschenatti, die Nut vom BroGamerView. Dann haben wir noch Hendo, Luke, mich und ich glaube die Jenny sind geplant bisher. In der ersten Staffel. Und in der nächsten wird es dann sein, dass wir da nochmal ungefähr doppelt so viele Leute auch aus der Community und aus natürlich den Septoffel-Leuten mit reinholen. Aber wir müssen erstmal gucken, dass es mit den paar Leuten funktioniert und danach können wir dann mehr raufholen. Na, da bin ich mal gespannt, wer da das Ganze reißen wird. Ja, die Juju ist ja hier hoher Geheimfavorit, weil sie die ersten kleinen Tests davon gewonnen hat. Aber das werden wir sehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut! Tschüss!